Vielen Dank. Wenn die Tiere Berufe hätten, was wäre die Katze da drüben? Würde sie als Lebenskünstlerin eine ruhige Kugel schieben? Oder wäre sie Außenministerin? Könnte sie lesen und schreiben und auf Chinesisch sagen, wie geil sich im Ausland rumzutreiben? Wenn die Tiere Berufe hätten, würde alles nur noch schlimmer, denn dann könnten sich die Tiere nicht mehr um uns Menschen kümmern. Wenn die Tiere Berufe hätten, was wäre die Kuh da hinten? Würde sie sich als Bäuerin auf einem Bauernhof schinden? Oder wäre sie Professorin, Spezialistin für Beamtenrecht? Und die Bullen würden sich fragen, ist das Euter echt? Wenn die Tiere Berufe hätten, würde alles nur noch schlimmer, denn dann könnten sich die Tiere nicht mehr um uns Menschen kümmern. Wenn die Tiere Berufe hätten, was wären die Krähen da oben? Wären sie tüchtige Lehrer, würden sie die Schüler loben? Oder wären das alles Geistliche von gewinnendem Naturell? Weltoffen und katholisch und homosexuell. Wenn die Tiere Berufe hätten, was wäre das Rotkehlchen dort? Wäre es ein Leiharbeiter und müsste schon bald wieder fort? Oder wäre es Fußballspieler und müsste immer weinen, weil super, super Techniker, aber leider zu dünne Beine. Wenn die Tiere Berufe hätten, würde alles nur noch schlimmer, denn dann könnten sich die Tiere nicht mehr um uns Menschen kümmern, höchstens nach Feierabend. Oder im Urlaub hätten sie Zeit, aber dann würden sie sagen, wir sind müde, wir sind so müde, tut uns leid. Dankeschön. Morgens, wenn ich anfange zu singen, dann habe ich immer noch so volles Haar. Das ist wie früher, das ist so schön. Dann kommen die ganzen Kindheitserinnerungen. Fühlt man sich so gut, da denkst du, was wollte ich eigentlich werden? Also auf so einer Bühne stehen und Lieder singen. Ne? Davon träumt man nicht als Kind. Aber ja, was wollten wir früher? Wer heutzutage die Kinder, weiß ich gar nicht mehr. Ja, wir hatten da Cowboy, Indianer. Ja, Indianer, ja, als Asthmatiker ist ein Indianer jetzt auch nicht so klasse, wenn du mit Asthma kämpfen musst, ne? Und skalpieren, wenn die dann so filzige Haare haben mit ganz viel Milbenkacke da, dann niest du dich ja kaputt, ne? Und so fand ich Indianer immer ganz okay, so, weil. Aber ist ja kein richtiger Beruf. Ne? Du verdienst ja nichts. Ja gut, wenn du Büffel hast, okay. Ne? Aber ohne Büffel Indianer ist ganz schön hart, Leute. Ne, ich wollte immer Flugzeug werden. Also nicht Pilot. Pilot war mir zu gefährlich. Ne? Ich dachte immer Flugzeug. Ne? Flugzeug, wenn ich mir das heute vorstelle. Ne? Ich habe doch Flugangst. Ne? Also ich wäre dann immer so auf dem Flughafen so einfach so rumgefahren. Und irgendwann hätten die wahrscheinlich gesagt, ja hör mal, so nur hier rumfahren, entweder du fliegst oder wir montieren mal die Flügel ab. Ne, dann kannst du vielleicht als Nachtbus fahren. Ne. Hätte ich dann wahrscheinlich auch gemacht. Ne. Ja, Flugzeug. Ja, weil da habe ich ja so die Liebe wahrscheinlich auch zu den Vögeln her. Ne. Ich habe die Liebe zu den Vögeln hat sich später, als Kind habe ich ja mit meinem Opa die
abgeschossen. Ne? Mit dem Luft, ja, es gab noch keine Videospiele, das war noch echtes Leben, aber wir haben jetzt nur die Unbunden natürlich, Spatzen, Amseln, Tauben und so. Eichelhäher ging auch noch so gerade, obwohl der so ein bisschen bunt, blaue Flügel hatte. Ja, ich muss mal voran machen, das ist ja schrecklich wieder. Ja, in Berlin picken ja jetzt die Krähen, deshalb war da schon richtig, die Vögel ein bisschen zu dezimieren. Die picken am Hauptbahnhof die Dichtungen oben am Glas kaputt, fressen die wahrscheinlich oder was, ne? Sieht ja aus wie Lakritz. Und dann tropft das auf die Reisenden, ne? Also die Bahn kriegt nichts mehr geregelt, ne? Muss man mal sagen.